Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show zum Bellum Imperii, einem Mountain Blade Warband Mod, der wirklich alles umbaut. Wir haben hier das gesamte Europa in 170 nach Christus. Wir haben jetzt zum Beispiel hier Londinium, also London. Wir haben Bonn, Bonn. Wir haben Colonia, Köln. Matium ist wahrscheinlich München oder so etwas. Und ja, wir haben ganz viele Reiche, zum Beispiel das Römische Reich. Wir haben hier ja, die Schotten. Ich weiß nicht, wieso die in Irland sind. Dann haben wir hier die. Steht das gerade? Steht gerade nicht. Dann haben wir zum Beispiel die Goten. Beziehungsweise die Dacier noch. Und Armenier haben wir. Wir haben. Ja, gallischen, römischen Reiche und so weiter, Sachsen und ja, noch andere Barbaren. Wir haben uns den Friesen, Friesi, angeschlossen, Nord- oder Ostfriesen. Und jo, wir haben jetzt 15 Nächte überlebt, sind Stufe 4 geworden. Machen wir mal hier einen Punkt rein und zum Beispiel auf Überzeugungskraft, denke ich mal. Und hier auf Bogenschießen. So. Und was ich sagen kann, der Mod ist natürlich viel schwieriger als das Hauptspiel. Zum Beispiel Turniere oder ja, dem Königreich anschließen. Ja, ist ein bisschen schwer. Ich habe jetzt meinem Königreich angeschlossen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier auch Feinde. Also wir können mal gerade Blick. Ansehen haben wir 61, Ehrenbewertung haben wir 4. Fraktionsbeziehungen haben wir jetzt zum Beispiel hier 5 bei Friesi natürlich. Und die anderen sind noch gleichgültig, aber ich sehe jetzt gar nicht, wo wir im Krieg sind. Wo war das? Fraktionen. Das ist Friesi, da, Friesi. Ja, wir sind gerade im Krieg gegen die römischen Gallier. Roman-Asia, Roma-Gallia im Krieg. Genau. Okay. Jetzt müssen wir einfach uns melden. Gehen wir nach Amisia am besten mal. Und ja, reden mal mit dem Anführer. Dem müssen wir uns auch anschließen. So, in der Schenke ist jetzt mal noch nichts. Nö. Geht zur Burg. Ah, wir kommen noch nicht rein. Okay. Wartet eine Weile. Ja, nein. Das mache ich lieber draußen. Greifen wir doch sonst Banditen oder so an. Ja. Können wir jetzt gerade nicht, weil keine da sind. Oh, das gehört jetzt Markomannen. Die sind hier unten. Okay, wahrscheinlich die hier. Die Markomannen haben hier ein. Ja, Köln eingenommen. Okay. Antwerpen oder Antwerpia. Schauen wir mal hier. Freiwillige. Fiesian Sheriffs. Nein. Gehen wir mal zum Ältesten. So, wir sind leider noch zu Fuß. Okay, die Steuerung ist zurückgesetzt worden. Ich weiß es nicht mehr genau, glaube ich, Numpad. Ja, Numpad. Können wir die Sachen rausnehmen? Die müssen wir jetzt nicht rausnehmen. Die Waffen und ja. Schilde. Das können wir, glaube ich, wieder ausstellen. Irgendwelche das mit ESC, genau. Habt ihr irgendwelche Aufgaben, die ich euch erfüllen könnte? Okay, er will nichts. Er braucht nichts. Nahrung, ja, auch zu wenig. Okay, wir müssen mal ein paar Items verkaufen wieder. Okay, also hier mal nicht. Ja, wir versuchen nochmals zurückzugehen. Eine Patrouille ist hier. Okay, schauen wir mal nach Amisia. Mach beim Turnier mit, wir schaffen das nicht, weil
Manchmal habt ihr Bögen oder Stäbe und da sind wir einfach zu wenig stark. Wir schaffen das niemals. Habt ihr vielleicht einen Auftrag für mich? Wein. Wein in die Schenkwand Nünzira. An Syrah könnte sehr weit weg sein. Und in 7 Tagen müssen wir da sein. Ja, ich werde das mal machen. Ja, ich kann es nicht machen, okay. Nein, das sind blöde Quests. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, bis das Turnier fertig ist, und dann können wir rein. Können wir vielleicht sogar mit dem mal reden hier? Das ist von einem anderen Reich, von den Langobarden. Ja. Okay, er kennt meinen Banner nicht, weil es neu ist. Ich möchte euch etwas fragen. Was macht das Reich? Ja, Frieden, okay. Ja, das andere Zeugs wollte ich gar nicht. Jo, von dem haben wir nichts nötig. Die könnten ja uns ein bisschen ausspionieren. Wir werden nicht angreifen, weil das Königreich nicht im Krieg ist. Ja, begutachten. Also der bewegt sich jetzt gerade momentan auch nicht. Okay, da ist einer von diesen hier. Also auch vom Langobarden. Ah, das ist der gleiche, okay. Wo wir vorher geredet haben. Der hat nur einen Bogen gemacht. Ja. Es gibt sehr viel zu sehen. Also, ihr dürft nicht zu weit laufen, sonst werdet ihr irgendwo in den Hinterhalt kommen. Das ist natürlich auch nicht so gut. Was macht dieser Mod so speziell? Also, vor allem eben das neue Setting. Auch der erhöhte Schwierigkeitsgrad, die größere Map, ja, coole neue Rüstungen, also Armor-Rüstung, also ja, Armor-Rüstung, Waffen, ja, ziemlich viele neue Sachen und vieles habe ich halt auch noch nicht gesehen. Also, ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was der Mod noch so Gutes macht. Also viele Sachen gibt's auch, die ein bisschen blöde sind, weil jetzt zum Beispiel hier bei Anmerkungen, Orte, gibt's manche Sachen, die noch vom Hauptspiel sind. Und zwar, das ist ein Katana, okay. Manche Städte sind noch vom Hauptspiel. Und Charaktere sind eigentlich auch noch vom Hauptspiel manchmal. Also hätten wir zum Beispiel der Graf Matthias, der ist noch vom Königreich Rhodox, genau. Und das stimmt ja nicht, das Königreich Rhodox gibt's nicht in dieser Karte. Aber es ist einfach ein Reich. Zum Beispiel Rhodox könnte zum Beispiel die Grüne sein hier. Steht er jetzt? Nein, das steht jetzt Schotten, also Scotty. Und das sind Sarantische Sultanat. Was macht das Sarantische Sultanat? Eigentlich hier in Schottland. Also, ja, man sieht es in der Hand des Kindes. Also, manche Sachen sind noch nicht so gut. Aber das ist ja nicht so schlimm. Es ist ja nur ein Mod, vor allem auch ein Mod, der noch in Arbeit ist. Und deshalb ist es gar nicht mal so schlimm. Ich habe vor 4, 5 Jahren den Mod schon mal let's played und geleistet. Dürft ihr gerne mal suchen danach. Aber ich habe, glaube ich, viele Videos auch gelöscht, weil sie Livestream-Aufzeichnungen waren. Und ich weiß nicht, ob noch Videos existieren. Das müsst ihr dann wahrscheinlich mal suchen. Selbst suchen. Ja, vielleicht findet ihr noch ein Video. Und sonst eben, ich wiederhole es. Also es ist jetzt auch natürlich viel weiter, der Mod. Und natürlich viel besser geworden. Mal schauen, wie lange ich dranbleiben möchte. Wenn ihr natürlich andere Mods kennt auch, dann dürft ihr die gerne natürlich auch noch nennen. Ich werde die gerne noch ein bisschen let's schauen. So, dann machen wir doch mal einen Krieg. So. So, dafür müssen wir jetzt kurz 2 drücken, mir nach. Wir haben hier, ja, ein paar Römer, ein paar Barbaren mit Äxten. Bunduk haben wir hier. Axtmann. Ja. Wir werden schon gewinnen. Das sind ja nur Seeräuber.
Die haben wahrscheinlich Äxte oder so. So, aber sie sind noch nicht zu sehen. Irgendwie hat man, glaube ich, noch eine Karte, aber ich weiß nicht, wie man die öffnet. Da hinten, hä? Nein, das sind Büsche. Die müssten eigentlich jetzt dann kommen. Ah, hier. Hier sind sie. Wo der Dorn vom Kopf ist, sind sie. Gut, dann warten wir noch ein bisschen und dann greifen wir an. Der hat eine coole Frisur. Bisschen self. Also Shelf. Serf. Okay. Ja, dann greifen wir an. Los, alle zu. Okay, da ist ein Axtkämpfer, der ist stark. Ah, okay, seid doch nicht immer im Weg. Unglaublich. So, einen haben wir. Und mir ist auch noch einen Weg. Da habe ich gut getroffen. Ah. Helft mir. Es ist ein Grümmel. Das mag ich jetzt an diesem Spiel nicht so, dass alle Leute auf einen zurennen und blockieren und so Sachen. Aber gut. Also einer ist gestorben, ein römischer Rekrut. Okay. Und einer ist verwundet und die anderen gestorben. Die Feinde. Jo. Schauen wir mal. Ob irgendwas Billiges mal hin. Also wir haben mal die Hunderte. Die Pfeile brauchen wir auch nicht. Wollmütze brauchen wir nicht. Gesprungen. Okay. 14er, ein 100er, da sind noch zwei, relativ 100 und dann nehmen wir einfach mal die guten Sachen mit. So, aber was ich noch machen möchte ist, wo ist die Axt, die Zweihand-Axt? Die Zweihand-Axt, wo ist sie? Da oben, hä? Ja, Zweihand-Axt ist da hier oben. Okay, die haben sehr viel Brot verschlungen jetzt. Dann müssen wir halt. So, jetzt haben wir Beförderung nochmals bei den Truppen. Zimbrian trainiert X-Men. Okay, die sehen noch nicht so anders aus. Die sind einfach trainiert. Tribesman, Bowman. Legionär. Legionär. Ja, und wir haben auch ein Level Up. Wunderbar, das geht so schnell. Ja, dann machen wir wieder Inventarverwaltung, dass wir mehr Inventar haben. Gut, dann speichern wir nochmals und greifen nochmals. Ja, okay, machen wir etwas anders. So. Weil wir müssen jetzt sowieso die Sachen mal verkaufen. Verkaufen wir einfach die Sachen in Amnesia. So. Okay. Also unserem Reich geht scheinbar gut. Die Stadt ist jetzt zwar nicht reich, aber so normal. Da sind andere Städte viel schlechter dran. Und ja, der 1149. Einhändig, zweihändig, einhändig. Okay. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, schwer zu verstehen. Also einhändig links. Einhändig rechts und zweihändig kann man das auch tragen. Ja. Dann, ja, gibt es eigentlich nichts Gutes. Ein Jagdbogen meisterhaft vielleicht mal noch nehmen. Aber also ich würde es eher wahrscheinlich dann Dinger nehmen. Armbrüste. Naja, am Anfang schon Bogenschützen. Also Bögen. Wir wollen schon ein Bogenschütze werden. So, dann, ja, können wir das noch verkaufen? Das ohne Probleme. Okay, aber hat aber nicht so viel Geld. Stimmt. Also Rücknahmepreis, ein teures.
wieder. Das kann er noch nicht leisten. Ja, Kaufpreis. Ich könnte eigentlich den Bogen kaufen und dafür die Sachen auch. So, verkaufen. Ja. Ich denke, die nehmen wir alle mit. So, was wir noch brauchen, sind Pfeile. Wo haben wir denn gute Pfeile? Haben wir überhaupt Pfeile irgendwo? Haben wir noch nicht verkauft. Wir haben keine Pfeile. Ja gut, kaufen wir die irgendwo anders. Rauhaut könnten wir kaufen. Ist aber sehr teuer natürlich. Ist halt fürstlich und fürstlich ist immer ein bisschen zu teuer. Würde ich nicht kaufen, fürstliche Sachen. Okay. Pferde. Sind auch sehr viel zu teuer. Lebendig. Ein lebendiges Pferd. So, ist leider sehr teuer, das Brot. Ja. Räucherfisch vielleicht? Nehmen wir Räucherfisch mit und ein Brot. So. Ja, dann ist das Turnier wahrscheinlich fertig. Ich sehe jetzt kein Turnier mehr. Da können wir nochmals. Inventar ist auch fertig. Dann nehmen wir doch mal. Anführerschaft können wir nicht. Bogenzugkraft oder Reiten. Ja, dann nehme ich Bogenzugkraft. So. Trupp. Nein, Inventar. Das Brot und so kommt hoch. So, und irgendwas, was auffällig ist, sagen wir mal, das kommt unten hin, das hier oben. So. Okay, das Turnier ist eben noch. Okay. Dann müssen wir nochmals kurz warten und dann können wir da mit dem Ding weitermachen, mit dem Krieg. Nein, wir waren nicht das Deserteur. Landen. Wir greifen die mal an. Ja. So, weil die haben uns verfolgt und wir sind jetzt stärker. Also ich denke, wir sind stärker. Genau, jetzt haben wir doch den Bogen. Nein, nicht ausgerüstet. Ja, wir haben ja noch keine Pfeile. Stimmt. Also wir haben Höhenvorteil. Wo sind denn die? Ich sehe die gerade noch nicht. Da hinten, ganz hinten. Da ungefähr. Warten wir auf die. Ja, mich motivieren natürlich solche Spiele sehr. Ich bin eher einer, der auch gerne etwas ausprobiert. Also zum Beispiel auch. Ja, sich ein bisschen fragt, ja, wie könnte es sein, wenn jetzt ich dem Volk helfe und oder dem Volk hat ein bisschen weniger helfe, was dann passiert. Bin so ein Riesenfan von diesem Spiel. Und ja, ist natürlich auch cool. Einfach das Kampfsystem ist natürlich nicht so cool. Ich habe jetzt auch zum Beispiel ein Schwert. Ich weiß nicht, wieso ich das Schwert habe. Eigentlich habe ich ein anderes Equip. Equipped am Gut. Genau das. Das ist mein Hammer, den habe ich equipped. Wieso ich jetzt plötzlich wieder ein Schwert habe? Ist nie equipped. Keine Ahnung. So. Weil der Hammer, der tötet die Gegner nicht. Und deshalb können wir da auch ein bisschen mehr gewinnen. Also, da macht die Rüstung gehen nicht so stark kaputt. Wir haben leider ein paar gefunden. Ja. Verloren. Was sehe ich da wieder?
Wir haben drei verloren. Ja, schade, ein römischer Legionär. Ja, wir müssen dann nochmals mehr holen. Aber wir sollen jetzt die auch nicht so viel upgraden. Wir haben auch Pferdereiter. Und. Oh, eine Zweihandkriegsaxt. Meisterhaft. Ja, das ist cool. 20. Ich weiß jetzt nicht, wieso das kleine Kneif ausgerüstet jetzt ist, aber ich denke schon, entweder ist es ein Bug oder ja, keine Ahnung sonst, was es sein könnte. Ja, das denke ich im Bock. Vor allem auch, dass die Dinge nicht gespeichert werden. Die Aus, die Tastaturbelegung. Naja, können wir nichts machen. Eben, ich möchte nicht Deserteur werden, deshalb müssen wir jetzt endlich mal. Wir kommen halt nicht rein. Was soll ich machen? Da rein wollte ich nicht. Ich wollte zum Marktplatz nochmals. Nochmals schauen. Das sind nur die Schäde. Das sind keine Köcher. Also verkaufen wir hier ein paar Sachen noch. So. Okay. Ja, Wurmenklot. Sehr interessant. Normannenhelm. Genau. Der Schenke ist auch nichts Neues. Nö. Also, ich muss irgendwie. Ja, irgendwie muss ich mit ihm reden, sonst. Ja, werden wir Deserteur. Das ist nicht so gut. Ja, aber da kann man nichts machen. Das ist ein Rider. Du hast jetzt auch nicht eine neue Quest, gell? Okay, das werden wir natürlich machen. Banditenlager ausräumen. Sollte eigentlich auch gehen. Aber wir haben schon wenig Leben, also das könnte schon ein bisschen schwer werden. Ja, ich merk's, dass die Gegner sind viel schwerer als im Hauptspiel. So, ich möchte gerne rein. Wieso bin ich nicht eingeladen? Ich bin ja ein Vasall. Oder bin ich noch nicht Vasall? Ah, da sind die Banditen. Sehr gut. Jo, dann gleich mal angreifen. Ja, Kampfvorteil 3, das reicht aus. Okay. Die Reiter vom Verbänden greifen schon mal an. Und wir reiten, also wir laufen jetzt einfach. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, da haben wir jetzt equipped jetzt. Kein Bock mehr. Okay. Wahrscheinlich beim Speichern und Laden, dann wird wahrscheinlich irgendwie das Kneif versetzt. Keine Ahnung. Ob das jetzt nur am Anfang oder so ist, oder ich einfach bei diesem Spielstand diesen Bug hatte. Keine Ahnung. Aber ich hatte im Livestream hatte ich zwei Hämmer gehabt und der eine Hammer ist weg. Keine Ahnung, wo der hin ist. Naja, gibt es halt manchmal, wenn die Leute solche Bugs nicht fixen, dann die Mutter. Das sind ja meistens nicht so die wirklich Bugfixing machen wollen. Okay, sind alle schon tot. Ja, easy. Eine verwundet, ein Horseman ist leider verwundet. Keine Sorge, Herr, ich bin schon unterwegs. Das ist ein gar mal schlechter Witz. Wenigstens.
Ja, sich bedanken, hä? Wir sind 40% verletzt. Das ist ja ein Shirt, okay. Das tragen wir. Ja, und sonst ist nur Schrott. Aber sie sind auch noch zum Verkaufen. So, mehr möchte ich nicht mitnehmen. Gut, die Quest ist also abgeschlossen, oder gibt es noch mehr von diesen Banditen? Das Ei ist da. Ja, da ist das Banditencamp. Das Quest ist fehlgeschlagen, die argträbische Banditen. Es ist nicht fehlgeschlagen, wir haben sie besiegt. Oder sie müssten das Banditenlager erreichen, aber wir sehen es ja. Keine Ahnung. Ja, ist egal. Wir kommen vielleicht ein bisschen weniger Geld über oder so. Ja, noch 3 Tage. Bitte jetzt aufhören mit diesem Gelage. Das nervt ein bisschen. Ja. Ich bin Hilderik, Vasall von Chatti. Ich sehe, dass ihr das Banner eines Adligen trägt, doch ich kenne die Farben nicht. Vielleicht seid ihr der Bastard eines aufgeblasenen Viehdiebs. Oder vielleicht habt ihr es gestohlen. Vielleicht sollte ich euch jetzt eure Banner nehmen. Nein, das würde ich jetzt noch nicht wagen. Und der ist viel stärker. Dann halt nichts. Ja. So langsam muss es jetzt fertig sein. Sonst machen wir wirklich das Turnier. So ein Mist. Kommt, macht endlich das Turnier fertig. Ich will nicht wegen einem Problem Ding werden. Okay, was das jetzt ist, weiß ich auch nicht. Ich habe keinen Town, selber einen Town. Okay. Hier ist gar niemand, sind alle im Gallage. Okay. Oh, Deserteur vielleicht. Ah, jetzt, ey, ich hab's geschafft. Ah, ganz knapp, aber wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur den richtigen finden. Nicht Udolf, sondern, nein, nicht Ubo. Ist er schon weggegangen? Ist schon weggegangen. Okay. Sehen wir den noch auf der Map? Ja, da ist Dodibald. Hallo, ich muss mit. Ich will nicht Deserteur werden, kurz vor dir. So, noch 3 Tage hätten wir noch Zeit gehabt. Ja, wir sehen uns wieder. Hallo, Dragobasa. Ich höre, ihr habt meinen Pachtendorf Dorf Manamanis Almosen gegeben. Die Zeiten sind hart und ich weiß, dass ihr es gut meint, aber macht es euch nicht zu gewohnt, denn ich bin der ihr Fürst und Beschützer. Und ich möchte nicht, dass sie sich an Fremden um Hilfe wenden. Manamananis, haben wir da eine Quest gemacht oder so? Also Almosen haben wir nicht gegeben, wir haben sie nur trainiert. Okay, ist komisch. Was wäre vonnöten, eine dauerhafte Allianz mit eurem Haus zu schmieden? Okay, ich will nicht in die Offensive. Ich sage euch was, ich möchte nicht Pläne mit meinen Kindern machen. Will das machen? Nichts. Ja. Können wir ihm jetzt nicht anschließen? Oder wir müssen Odibald, glaube ich, anreden? Ja, das müssen wir nehmen. Okay, das machen wir einmal noch und dann tun wir uns zurückziehen. Ja, und jetzt ist automatisches. Nein, noch nicht. Commanders Report. Commander Relation 4. BC. Days in Service. 8. Okay. Ich möchte
möchte eigentlich rausgehen, also dann ist auch einfach automatisch folgen wir ihm. Und deshalb möchte ich wieder raus. In 2 Wochen, nein. Okay, Quest vollendet. Wir haben 100 Dinare bekommen, weil wir mitgemacht haben. Livestream, 1000 Erfahrung. So. Ich bin nicht interessiert. Also ich will nicht nochmals mit dem mitgehen. Das reicht mir. Aronst, mit dem haben wir ja auch schon. Nein, noch nicht geredet. Hab die Aufgaben. Ein Brief Viktor von Roman Gallia liefern. In Novio Magos. Okay. Novio Magos, das könnte auch sehr weit weg sein. Ich sehe das aber jetzt gar nicht. Es tönt irgendwie. Ja. Irgendwie komisch. Novia Magos. Ungefähr hier. Muss das irgendwo hier sein? Also dann schauen wir mal nach. Roman Gallion, Tribun Victor, sind Vernon. Novio Magos muss also irgendwo in Frankreich sein. Novio Magos. Also diese hell. Ja, lila ist irgendwo hier, also. Das kann man fast nicht lesen, so klein. Keine Ahnung. Ah, hier, okay. Hierüber müssen wir. Das kann aber schwer sein, weil hier ja der Feind ist. Nein, wir sind, glaube ich, nicht mehr verfeindet, weil wir jetzt nicht mehr im Krieg sind. Ja. Okay, Antwerpen. Können wir hier auch nochmals? Genau, römische Kittisen brauchen wir. So, Citizen. Also, Novio Magos. Wir können uns leveln. Nochmals Intelligenz, denke ich mal. Oder so langsam brauchen wir nicht mehr Intelligenz. Charisma ist wichtiger. Überzeugungskraft können wir auch nochmals leveln. Okay. Überzeugungskraft ist wichtig. Wieder Bogenschießen. So langsam können wir dann auch Armbrustschützen schießen, nutzen. Also hier können wir drüber. Genau. Oh, die sind gerade im Krieg. Need your troops. So. Ja, jetzt haben wir schon 33 Minuten. Gut. Ja, macht richtig viel Spaß. Ist zwar immer ein bisschen verbuggt. Das liegt einfach am Spiel. Und ja, da können wir jetzt nicht so viel machen. Aber dennoch, es ist mega gut. Der zweite Teil ist halt eher ganz anders. Gefällt mir nicht mehr so. Wanderlords. Ist auch verbuggt. Also ich habe Grafikfehler. Ich kann das Spiel gar nicht weiterspielen. Also wenn ich neu starte, beziehungsweise ein Spiel lade. Ich kann auch nicht laden, weil ich keinen Spielstand habe. Ist einfach so schwarze Linien, Grafikfehler, leider. Ja, weiß es nicht, wie man das fixt. Beziehungsweise das muss der Entwickler wahrscheinlich fixen. Liegt wahrscheinlich an der neuen Grafikkarte oder so. Keine Ahnung. Ich habe nichts equipped, danke schön. Kannst du ja manchmal auch etwas equippen. Liebes Spiel. So, wunderbar. Habe ich eine Axt? Gut.
Wieso habe ich jetzt einen Bogen ausgerüstet? Was ist mit dem Spiel los, dass ich einfach mal so komische Sachen jetzt equipped habe? Also eigentlich habe ich ja den Bogen nicht hier hingetan. Ah, okay, die meisten Sachen wurden geklaut, wurden umequipped. Habt ihr schon mal so einen Bug gesehen? Okay, viele Sachen wurden einfach umequipped. Ja, und wo sind denn meine guten Sachen? Also da hat das Spiel, ja, der Mod hat hier Riesenprobleme. Genau, das hier. Denn hier. Der Mod hat irgendwie leider große Probleme. Ja. Okay, keine Ahnung, aber ich habe völlig andere Sachen equipped. Kann man nicht viel machen. Das Spiel ist buggy. Also hier sind sehr viele Banditen. Ist das er gerade gewesen? Nein, das ist nicht er gewesen. Okay. Ist er hier drin? Oh, hier ist niemand. Hä? Doch, hier ist jemand. Tribune Vector. Unter Glückshütten. Ich bringe eine Botschaft von Heron. Ach, lass mich einmal sehen, Wolan. Ihr habt genug getan. Sehr schön. Minus 2 bei Tribune Vector. Plus 1. Okay. Horon. Gehen wir mal nach London kurz noch. Ist Langobardi? Die haben wirklich London eingenommen? Krass. Das kleine Reich hier hat London eingenommen. Sehr kurios. Ich mag es irgendwie, wie die KI auch agiert. Okay, wir gehen in die Schenke. Jo, Borcia, nehmen wir mit. Okay. Ich habe das Falsche ausgewählt. Okay, wir möchten gerne ihm. Ja, er kostet aber 300. Ja, das können wir uns leisten. Wir nehmen Borcia mit. Hoffentlich hat er keinen Clinch mit einem der anderen, die mitkommen. Hast du. Nein, ich rufe Beile. Ein Köche, bitte. Können wir mit dem Bogen ohne Köche schießen? Ich glaube nicht. Wir brauchen Köche. Scutum, okay. Sieht aus wie ein Buch. Nein, wir haben jetzt gerade hier auch keine Köche. Ich kenne auch das Spiel jetzt nicht unbedingt so gut mehr. Schon lange nicht mehr gespielt. Ja, sind schon geile Rüstungen, aber die sind auch schwach und leider viel zu teuer. Was sind das? Tribune, Helmet. Von einem Tribun, okay. Ja, sehr günstiges Brot, nehmen wir mit. Wir haben jetzt, ja, nicht mehr so viel Geld, 4.410. Ich glaube, Brezel sind auch gut, sind aber teuer, hä? Also Würste, okay. Aber Brezel gibt's auch. Aber Würste, die ja werden nur schlecht mit der Zeit. Gehen wir mal mit. Also schauen wir mal London an, wie gut das gebaut ist. Oh, ja, aber auch nicht so groß. Also die Stadt ist noch nicht so groß im römischen Zeitalter. Hä? Ja, wie sagt man? Ist nicht mehr Bronzezeit, ist eigentlich ja römische. Macht, Cäsar-Zeitalter. Ja, ist recht cool. Nein, Augustus ist damals schon gestorben. Vielleicht Nero. Kurz vor Nero sein. Langobard, Ripsman. Okay, hier geht's nicht durch. Ja, sieht cool aus, die Stadt. Ist ein bisschen flach. Sieht ziemlich cool aus.
Okay, wie es weitergeht, seht ihr wahrscheinlich dann in einem Livestream oder im nächsten Part vom Let's Show. Ja, also eben wenn ich nicht Let's Show aufnehme, dann mache ich natürlich einen Livestream. Ich werde alles zeigen, wie immer. Ich muss ja nicht so viel spielen pro Tag, aber von ja, mehrere Stunden Livestream, wenn ihr zuschaut. Ja, und ich freue mich riesig drauf. Gell? Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und schreibt einen Kommentar, was ihr denn unbedingt auch sehen wollt von diesem Mod oder was ich tun soll. Und ja, eben. Es gibt einen Livestream, twitch.tv/dragobasler, wo eigentlich, ja, wenn ich gesund bin, jetzt bin ich gerade momentan mit Kopfschmerzen einfach nicht so fit. Also kann ich gerade so gut spielen. Nicht so gesund, aber bald werde ich dann wieder sehr viel leisten. So, also schauen wir mal, wer da noch ist. Oh, sehr edel. Wow. Ich finde meine Frisur so cool. Ich habe sie extra ein bisschen lustiger gemacht. Wegen Hofner. Ja, ist niemand. Okay, dann essen wir in Ruhe. Ah, als König. Oh, von London. Schön, wunderbar. Bis das nächste Mal. Tschüss.